Lass uns aufstehen, wenn wir das Wort Gottes hören. Hört das Wort eures Bundesgottes. Aus 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 6 bis 16. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Das war das Wort unseres Gottes, lass uns beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, Herr, sprich nun zu uns durch dein Wort. Bitte, Vater, gib mir, dass ich dein Wort recht auslegen kann und dass ich recht reden darf. Herr, bitte sende deinen Geist, um unsere Ohren aufzutun für dein Wort, um unsere Herzen empfänglich zu machen, Herr, für dein Wort. Sende deinen Heiligen Geist als Anwender deines Wortes, damit wir es umsetzen können, Vater. Bitte gib, Herr, dass wir heute erbaut und gestärkt werden durch dein lebensspendendes Wort. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Die heutige Predigt trägt den Titel Der Prediger Gottes. Denn im Endeffekt ist es nun die Stelle im Timotheusbrief, wo Paulus konkret wird und zu Timotheus, dem Prediger in der Gemeinde, hier klare Anweisungen gibt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, was der Anfang des ersten Timotheusbriefes gewesen ist. Paulus schreibt dem Timotheus, er gebietet, dass er ihr Lehren abweisen soll. Er sagt ihm, Anweisungen zu geben, wie Männer und Frauen sich im Gottesdienst und in der Gemeinde verhalten sollen. Er sagt ihm, er ist der Diener des Tempels Gottes, der Gemeinde, der Ort, wo der lebendige Gott nun wohnt. Er ist derjenige, der die Gemeinde gesund, auf gesunde Beine stellen soll, sie unterstützen soll. Er ist nach Ephesus gesandt, um die Gemeinde bei der Hand zu nehmen, sie auf gesunde Beine zu stellen, damit sie das verkörpern, was sie eigentlich sind. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Der Ort in dieser Welt, wo die Wahrheiten Gottes gefunden werden. Der Leuchter, von dem aus das Licht des Evangeliums in diese dunkle Welt hineinstrahlt. Timotheus ist derjenige, der zu Ephesus gesandt wurde, um die Gemeinde zu unterstützen, um Strukturen in ihr zu etablieren, damit sie dieser Aufgabe eben gerecht werden. Und das ist kein Einzelfall. Denn im Endeffekt ist es erstaunlich, wie das ganze Neue Testament aus Gemeinden besteht, die überwiegend, zu einem überwiegend großen Teil Schwierigkeiten haben, wo die Apostel selbst oder Diener der Apostel eingreifen müssen und sie bei der Hand nehmen müssen, um sie auf gesunde Beine zu stellen. Wir haben heute die Sendschreiben aus der Offenbarung abgeschlossen in der Schriftlesung. Und wir sehen auch hier das gleiche Bild. Die meisten Gemeinden brauchen Korrektur. Die wenigsten stehen, wenn sie sich selbst als Gemeinde überlassen werden, auf gesunden Beinen. Das ist das Bild, was wir im Neuen Testament sehen. Das Neue Testament besteht zu überwiegend großen Teil aus Briefen, die Missstände zu beseitigen suchen. Und Timotheus bekommt hier das Werkzeug an die Hand gelegt, wie er diese Missstände beseitigen soll. Was ist das Mittel, das eine Gemeinde gesund macht? Was ist das Mittel, das dazu führt, dass eine Gemeinde floriert, gesund
und Gott wohlgefällig dasteht. Und Paulus gibt hier im Kapitel 4 diese klare Anweisung und eine ganz einfache Antwort. Es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Unter anderem übermittelt, erklärt und verkündet durch treue Prediger. Timotheus soll so ein treuer Prediger sein. Paulus sagt zu ihm hier im Vers 6, seht mal mit mir, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Timotheus wird angehalten, so ein treuer Diener Jesu Christi zu sein. Ein Diener des Wortes, jemand, der das Evangelium und die gute Lehre der Gemeinde bringt. Freilich sollte in der Gemeinde jeder dienen, jeder sollte ein Diener Jesu Christi sein. Aber das Bild, was hier gezeichnet wird im Neuen Testament, ist es, dass nicht unbedingt jeder predigen sollte. Schau mal, Paulus sagt hier, du wirst ein guter Diener Jesu Christi sein. Er gibt ihm hier diesen Titel. Und später im Kapitel 5, Vers 17, da sagt er zu ihm, dass die Ältesten, im Vers 15, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Ich sage das deswegen, weil wir in der heutigen Zeit in Österreich viele Brüdergemeinden um uns haben. Und diese Brüdergemeinden zeichnet eines aus, dass jeder angehalten ist zu lehren. In Brüdergemeinden oder generell in Freikirchen heutzutage ist jeder, der reden möchte, eingeladen, öffentlich zu reden. Der Apostel Paulus malt hier aber im Neuen Testament ein anderes Bild. Timotheus muss sicherstellen, dass er ein guter Diener Jesu Christi ist, um in der Lehre nicht fehlzulaufen. Im Kapitel 5, Vers 17 haben wir gerade gelesen, dass die Ältesten normalerweise mit dieser Aufgabe der Lehre und des Predigens betraut werden sollten. Und auch wenn wir ein Buch weiterschlagen, in den zweiten Brief, den Paulus an Timotheus schreibt, sehen wir im Kapitel 2, die Verse 1 bis 2, wo er seine Ermahnung und seine Aufforderung noch einmal an Timotheus wiederholt. Und da sagt er Folgendes. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast und vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Im Vers 15 sagt er dann weiter, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist das Bild, das das Neue Testament über die Predigt im Gottesdienst gibt. Sie soll getragen werden durch treue Männer, die bewährt sind, die bewiesen haben, dass sie das Wort des Evangeliums recht austeilen. Im zweiten Timotheusbrief haben wir gerade gelesen, im Kapitel 2, Timotheus soll andere Männer beauftragen mit der Lehre, die treu und fähig sind. Also wir sehen es ganz klar im Neuen Testament, dass die Lehre nicht für jedermann ist. Nicht jeder soll lehren. Nein, sondern treue Männer. Aber die nicht nur treu sind, sondern die auch ihre Fähigkeit, das Wort Gottes recht zu predigen, recht zu teilen, unter Beweis gestellt haben. Die Predigt, sie soll treuen Männern anvertraut werden. Warum ist das so wichtig? Wir werden es am Ende des Kapitels 4 noch sehen, weil davon die Gesundheit, ja, und das Leben in der Gemeinde abhängt. Im weiteren Sinne wollen wir 7 Merkmale betrachten, 7 Merkmale, was den göttlichen Prediger ausmacht. Denn im Endeffekt spricht Paulus den Timotheus hier in seinem Predigeramt an, in seinem Amt der Gemeinde Ephesus zu predigen und sie auf gesunde Beine zu stellen. Und es sind hier in diesem Kapitel 4 7 Merkmale erkennbar, die Timotheus befolgen soll, die er zeigen soll, die er als ein gottesfürchtiger, guter Prediger haben muss. Im Vers 6 sehen wir
den ersten dieser Merkmale. Lesen wir es nochmal. Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Wenn du was den Brüdern vor Augen stellst? Was soll Timotheus hier den Brüdern vor Augen stellen, das dazu führt, dass er ein guter Diener ist? Die Irrlehre. Warnung vor Irrlehre. Könnt ihr euch erinnern, beim letzten Mal haben wir die Verse 1 bis 5 behandelt, wo Paulus warnt vor dämonischen Lehren, die ganz klar versuchen werden, in die Gemeinde einzudringen. Das erste Merkmal des göttlichen Predigers ist, er warnt vor Irrlehre. Er kennt die Wahrheit von Jesus Christus und deswegen erkennt er den Irrtum. Er kennt das Evangelium der Gnade aus Glauben allein und deswegen ist ihm aufgefallen, dass die Judaisierer zur damaligen Zeit und auch zur heutigen Zeit, diejenigen, die Gesetzlichkeit predigen, dass sie neben der Gnade von Jesus Christus noch etwas etablieren wollen. Dass sie der Gnade Werke beimischen wollen. Dass sie Jesus Christus plus irgendetwas anderes in die Gemeinde einschleusen wollen und als Evangelium verkaufen wollen. Der gottesfürchtige Prediger kennt die Wahrheit. Und deswegen entlarvt er solche Lügen und ist mutig, um von der Kanzel gegen sie zu warnen. 1. Petrus 5 sagt, die Pastoren in der Gemeinde, sie sind unter Hirten, unter Jesus Christus. Jesus Christus ist der Oberhirte, der seine Schafe beschützt und verteidigt vor jeder Gefahr. Sollten da nicht auch die Unterhirten folgen und auch ihre Stimme gegen Wölfe und Gefahren erheben? Natürlich sollten sie das. Und so schließen wir ab, oder schlussfolgern wir, mit diesem ersten Punkt. Der gottesfürchtige Prediger warnt vor Irrlehre. Er ist nicht feige, dass er aus Selbstbewahrung und aus Furcht, unbeliebter zu werden, schweigt. Nein, er liebt die Schafe, die ihm anvertraut sind, und deswegen redet er mutig für die Wahrheit und gegen den Irrtum. Im Vers 6 wird uns auch das zweite Merkmal dargereicht. Ich lese ihn nochmal. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Siehst du? Der treue Diener von Jesus Christus. Damit er andere nähren kann mit dem Wort Gottes, muss er selbst genährt sein im Wort Gottes. Das Wort Gottes tröstet. Aber damit der Prediger andere trösten kann mit dem Wort Gottes, muss er selbst seinen Trost im Wort Gottes finden. Der Prediger hat ein hohes Bild von Christus. Denn wenn er die Gemeinde auf Jesus verweisen will und ihnen ein herrliches Bild von ihrem Retter vor Augen malen möchte, dann muss er zuerst selbst Jesus Christus im Wort gesehen haben. Der gottesfürchtige Prediger hat seine Seele im Wort gesättigt und darum kann auch die Schafe weiden. Das ist das, was der Paulus dem Timotheus hier sagt. Timotheus, wenn du nicht im Wort Gottes lebst, vom Wort Gottes durchdrungen und gesättigt bist, im Wort Gottes deine Freude findest, deinen Frieden findest, ein hohes Bild von Christus im Wort erhascht hast, dann kannst du nicht predigen. Die Predigt fließt daraus, dass der Prediger zuerst selbst angepredigt und mit dem Wort Gottes gesättigt wurde. Lesen wir die Verse 7 bis 8. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. In der Gemeinde zu Ephesus, wie Paulus auch im Kapitel 1 angedeutet hat, scheinen viele Menschen gewesen zu sein, die Mythen und Legenden verbreitet haben. Und das ist etwas, was wir auch nur allzu gut kennen in der heutigen Zeit. Mythen und Legenden, die vom Evangelium der Gnade abwenden. Gewisse Lehren, wie wir mit dem Teufel umgehen müssen. Dass es an uns liegt, gewisse Sachen zu binden und zu lösen. Dass Gott die Hände gebunden sind, wenn wir nicht die richtige Gebetsformel sprechen. Kommt euch sowas bekannt vor? All das fällt unter die Kategorie Mythen, Legenden. Denn nichts davon ist im Wort Gottes begründet.
Der gottesfürchtige Prediger erkennt das Evangelium, erkennt das Wort Gottes und deswegen lässt er sich nicht ablenken zur Nichtigkeit. Der Teufel wird immer versuchen, durch scheinbare Weisheiten, wie auch im Kolosserbrief, durch Menschen, die augenscheinlich weise sind, aber in Wahrheit ist ihr Gottesdienst selbst gewählt und nicht von Gott bestimmt. Der gottesfürchtige Prediger erkennt die Wahrheit und deswegen kennt er alle Ablenkungen, alle Mythen, alle Legenden. Er ist fokussiert auf das Evangelium. Er lässt sich nicht in verschiedenste Legenden und Mythen verstricken. Er lässt sich nicht auf viele Spekulationen ein. Nein, er bleibt stehen auf dem, was sicher ist. Und zwar auf dem Wort Gottes. Der Apostel Petrus spricht im 2. Petrusbrief davon, wie er Jesus Christus am Berg der Verklärung gesehen hat. Und er sagt Folgendes im 2. Petrusbrief. Ich werde es nicht vorlesen. Er sagt, obwohl sie Jesus Christus, den Auferstandenen, gesehen haben, ist das Wort, das durch die Propheten geredet worden ist, was die ganze Gemeinde erhalten hat, umso sicherer. Vor allem in der Luther-Übersetzung. Im Neuen Testament wird klar, dass alle Apostel ein hohes Bild vom Wort Gottes hatten. Das Wort Gottes ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Die Propheten haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Und die Apostel sind diejenigen, die von Jesus Christus persönlich beauftragt worden sind, um das Wort Gottes zu vollenden, um die Offenbarung Gottes zu vollenden. Liebe Freunde, es gibt kein sichereres Wort, auf dem wir stehen können, als das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt von Gott, es ist von Gott bestätigt und es ist sein Reden. Der gottesfürchtige Prediger, er steht auf dem Wort Gottes. Er hält zu sola scriptura. Das Wort allein ist für ihn autoritativ. Er lässt sich nicht verstricken von Neuoffenbarungen, von Eingebungen oder Gefühlen. Nein, er steht nüchtern und sicher auf dem zuverlässigen Wort Gottes. Er lässt sich nicht verstricken in Altweiberlegenden, in Mythen, in Eingebungen oder sogenannte neue Prophetien, obwohl das Wort Gottes ja abgeschlossen und der Kanon geschlossen ist. Nein, er steht auf dem, was sicher ist, auf dem Wort Gottes. Er lässt sich nicht verstricken, er lässt sich nicht ablenken, sondern er bleibt auf dem, was Gott gegeben hat und predigt das Wort Gottes treu. Beachte hier noch den Vergleich zwischen der leiblichen Übung versus der Gottesfurcht. Hier nochmal im Vers 8. Die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Diese Mythen und Legenden, die scheinen hier etwas mit leiblicher Übung zu tun zu haben. Wir brauchen nicht weit schauen, um uns vor Augen zu stellen, was hier der Apostel vielleicht meint. Wir brauchen nur nach Rom zu schauen. Martin Luther selbst ist, als er noch katholischer Mönch war, nach Rom gereist auf eine Pilgerfahrt und hat dort das gemacht, was alle guten Pilger machen. Er ist auf Knien die Scala Sancta, die heilige Treppe in Rom, auf Knien hinaufgerutscht. Jede Stufe auf Knien überwindend, ein Gebet sprechend, ist er davon ausgegangen, dass mit jeder Stufe und jedem Gebet ein bisschen was von der Gnade von Jesus Christus und von Maria und von den anderen Heiligen ihm zuteil wird und seine Zeit im Fegefeuer dadurch verkürzt wird oder was auch immer. Auch das hier ist ein gutes Beispiel für Legenden und Mythen. Eine leibliche Übung, von denen sich die Religiösen erwarten, irgendetwas davon zu haben. Er hat sich erhofft, von diesem müßigen Stiegengang auf den Knien Gnaden geschenkt zu bekommen, die doch in Wahrheit in Jesus Christus und seinem vollendeten Werk am Kreuz ihm ein für allemal geschenkt worden wäre. Die leibliche Übung, sie nützt wenig. Sei es eine religiöse leibliche Übung, sei es ein Rosenkranz, der aufgezählt wird, sei es ein Kreuz, was geküsst wird, die leibliche Übung nützt wenig. Oder auch wenn wir die Vergleiche von Paulus heranziehen, die er an anderen Stellen in der Heiligen Schrift gibt, wo er sagt, seht mal her, den Läufer.
Er trainiert sein ganzes Leben, er hält eine gewisse Diät und läuft doch nur, um einen Lorbeerkranz zu gewinnen. Die leibliche Übung nützt doch hier wenig. Sie ist nicht ewig, sie vergeht, sie ist vergänglich, sie ist nur für diese kurze Lebenszeit. Weil der Prediger Gottes, der Christ allgemein, das erkannt hat, besinnt er sich auf die wahre Übung, die ewig bleibt. Und zwar die Übung in der Gottesfurcht. Ich lese Vers 7 noch einmal. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, dass sie die Verheißung hat für dieses und für das zukünftige Leben. Die Gottesfurcht, in der übt sich der Mann Gottes, die Frau Gottes. Die Gottesfurcht ist es, die bleibt. Nicht nur für dieses Leben, sondern für das ewige Leben. Was der Mann Gottes in der Gottesfurcht erwirtschaftet hat, das zeichnet ihn aus am Tag des Gerichts. Das nimmt er mit bis in die Ewigkeit. Wie übt sich der Mann Gottes in der Gottesfurcht? Nun, er diszipliniert sich. Und zwar für das Gebet. Er sucht Gott im Gebet. Er sucht Gott in seinem Studium, im Wort. Er kämpft gegen die Sünde. Das sind die Disziplinen, in denen ein gottesfürchtiger Mann, eine gottesfürchtige Frau kämpft. Sie suchen Gott täglich, im Gebet. Sie disziplinieren sich dazu. Sie üben es, sie trainieren es. Und je mehr sie das Gebet pflegen, desto leichter fällt es ihnen mit der Zeit. Sie üben sich im Wort Gottes. Am Anfang ist es schwer zu verstehen. Aber je mehr sie geübt sind, desto mehr Freude und Leichtigkeit haben sie im Wort Gottes und verstehen es. Sie üben sich dabei, die Sünde abzutöten. Am Anfang ist es schwer, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes wird der Mann Gotes geübt darin, wird sensibel auf Sünde, hat mehr und mehr Fortschritt in seinem Kampf gegen die Sünde. Er wird diszipliniert. Er wird zu einem Profisportler Gottes sozusagen. Er übt nicht für die leibliche Übung, er trainiert nicht unbedingt seinen Körper, nein, er trainiert seine Seele in Jesus Christus. Er macht Gebrauch von den Gnadenmitteln. Er stärkt sich in Gott. Er diszipliniert sich für die Gottesfurcht. Lesen wir weiter, Vers 9 und Vers 10. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Der Apostel Paulus selbst ist jemand, der die Gottesfurcht und ihren Wert erkannt hat. Der erkannt hat, wie nichtig das Leben auf dieser Erde ist und hat es aufgegeben. Und der erkannt hat, wie wertvoll ein Leben für Jesus Christus und in seinem Reichtum, in seiner Gnade, in seiner Vergebung, in seinem Segen zu leben ist. Der Apostel Paulus arbeitet für das Evangelium Tag und Nacht, weil er gesehen hat, wie wert es ist und wie würdig es ist, für es zu arbeiten. Das führt uns hier zum Punkt 4. Der gottesfürchtige Prediger, der Diener von Jesus Christus, ist bereit, für Christus zu leiden. Warum? Weil Jesus Christus sein Schatz geworden ist. Jesus Christus ist sein höchstes Gut geworden, sein Ein und Alles. Und deswegen ist er bereit, wenn es sein muss, für Christus zu leiden. Schmach zu tragen. Freunde zu verlieren. Weil Jesus Christus sein Ein und Alles ist, ist er bereit, für ihn Opfer zu bringen. Punkt 5. Der gottesfürchtige Prediger kennt seinen Gott und findet Ruhe in ihm. Seht man hier nochmal im Vers 10. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Der gottesfürchtige Prediger weiß, wie sicher seine Hoffnung in Jesus Christus angelegt ist. Wie treu Gott ist, wie groß Gott ist, wie mächtig er ist, wie gut es mit den Menschen meint. Der gottesfürchtige Prediger findet seine Ruhe in dem Gott, den er gut kennt. Und deswegen kann der Apostel Paulus sagen, Gott ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Weil er seine Ruhe in ihm gefunden hat. Wenn Gott schon alle Menschen erhält und bewahrt,
wenn er seinen Regen gibt auf alle Menschen, die ihm feindlich gesinnt sind, ja, wie viel mehr wird dann Gott die retten, die aus ihrer Not und Drangsal befreien, die erhöhen, die ihn fürchten, die er durch das Blut seines Lammes, Jesus Christus, erkauft hat. Das ist das, was sich Paulus vor Augen hält. Das ist der Grund, warum er ruhig schläft. Weil er seinen treuen Gott kennt und weiß, dass bei ihm Macht ist zu retten. Er ruht in ihm. Und so muss es jeder gottesfürchtige Prediger tun. Er kennt seinen Gott und findet deswegen, weil er seinen treuen Gott kennt, Ruhe und Frieden in ihm. Gott ist von Natur aus ein Retter. Und wenn er schon die Leben der Verlorenen gnädig erhält, ja, wie viel mehr wird er dann seine Kinder bewahren? Wie viel mehr wird er dann uns bewahren? Vor Versuchung und Drangsal und Leid. Der gottesfürchtige Prediger weiß, wie treu Gott ist und wie mächtig er ist und findet deswegen Ruhe und Geborgenheit bei ihm und bei ihm allein. Vers 11. Dies sollst du gebieten und lehren. Das führt uns zu Punkt 6. Der Prediger, er redet autoritativ. Paulus sagt nicht, du sollst es empfehlen. Nein, er sagt, du sollst es gebieten und lehren. Seht ihr, die Bibel ist das Wort Gottes. Und in dem Moment, wo jemand das Wort Gottes richtig auslegt, die wahre Bedeutung ausgräbt und die Gemeinde präsentiert, ist es, als würde Gott selbst zur Gemeinde reden. Der Prediger redet autoritativ, aber nicht deswegen, weil er selbst so weise ist, sondern weil er weiß, wie er die Wahrheiten aus Gottes Wort ausgräbt und der Gemeinde präsentiert. Die Predigt, wenn sie treu ist, wenn sie den Text richtig auslegt, ist, als würde Gott persönlich vom Himmel her zur Gemeinde reden. Das ist der Grund, warum der Timotheus Gebet gebieten soll, warum er befehlen soll. Er hat sich die Predigt nicht selbst ausgedacht, nein, er predigt die Lehre, die der Heilige Geist im inspirierten Wort Gottes niedergeschrieben hat. Und deswegen ist es eine autoritative Lehre. Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das führt uns zu Punkt 7 und zum abschließenden Merkmal eines gottesfürchtigen Predigers. Und es ist dieser: Der gottesfürchtige Prediger ist respektabel und glaubwürdig, aber nicht wegen seinem Status, sondern wegen seiner Art zu leben. Seht ihr, Timotheus war ein junger Mann. Aber Paulus erinnert ihn hier daran, es kommt nicht auf dein Alter an. Nicht wegen deinem Status bist du hörenswert. Nicht weil du graue Haare hast, bist du hörenswert. Nicht, weil du irgendein besonderes Abzeichen verdient hast oder jetzt intrinsisch in dir gewisse Autoritäten hat, bist du hörenswert. Nein, er ist hörenswert, weil er das Wort Gottes lebt. Timotheus ist ein ernstzunehmender Prediger, wenn er ein Vorbild ist in dem Wort, das er predigt. Timotheus ist ein ernstzunehmender Prediger, wenn sichtbar wird durch seine Lebensweise, dass der Heilige Geist in ihm Frucht bewirkt. Dass er wirklich in allem, was das Wort Gottes sagt, treu als ein Vorbild vorangeht. Als ein ernstzunehmender Prediger, nicht einfach nur deswegen, weil er ein Prediger ist, sondern weil er die Predigt auch selbst lebt. Das ist das, was der Apostel Paulus ihm hier sagt. Er muss ein Vorbild sein. Er muss jemand sein, wenn er Liebe predigt, das er auch selbst liebt. Er muss jemand sein, wenn er Reinheit und Heiligkeit lebt, das er auch selbst in Reinheit, Heiligkeit und Keuschheit lebt. Wenn er vom Glauben redet, muss er die Wahrheit seiner Predigt darin beweisen, dass er selbst Glauben hat. Wenn er vom Geist Gottes redet, muss er den Geist Gottes selbst kennen. Sein eigenes Wirken an ihm erlebt haben, um zur Gemeinde reden zu können vom Wirken des Heiligen Geistes. Der Prediger muss in jeder Hinsicht das, was er predigt, selbst leben und erleben und vorleben. Lesen wir weiter im Vers 13.
Da heißt es, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Der Apostel Paulus gibt hier nun dem Timotheus ganz praktisch eine Anweisung, wie er das Wort Gottes in der Gemeinde hörbar machen soll. Wie er das Wort Gottes der Gemeinde bringen soll. Und zwar ist es durch das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Timotheus soll dafür sorgen, dass das Wort Gottes zentral in der Gemeinde und im Gottesdienst ist. Liebe Freunde, hier wird sichtbar, dass die Gemeinde nicht durch charismatische Persönlichkeiten lebt. Auch steht der Mensch nicht im Zentrum der Gemeinde. Die Gemeinde ist keine verchristlichte Selbsthilfegruppe. Nein. Und sie hat auch nicht das oberste Ziel, uns glücklich zu machen. Die Gemeinde ist auch kein spiritueller Club, der mir helfen soll, mein Potenzial auszuschöpfen. Mit einem Wort, die Gemeinde ist nicht menschzentriert. Die Gemeinde ist der Wohnort Gottes und sein Reich auf Erden sichtbar. Die Gemeinde ist der Ort, wo versöhnte Feinde Gottes nun lernen, im Licht der Königsherrschaft von Jesus Christus zu leben. Und deswegen ist die Gemeinde gottzentriert. Und darum steht auch das Wort Gottes im Zentrum. Wie viele Gemeinden, und das ist eben das Manko, das wir haben, dass wir wenig andere Gemeinden kennen, aber wie viele Gemeinden haben 20-minütige Predigten? Wo die erste Frage im Gottesdienst ist, guten Morgen, wie geht's euch heute? Wo im Laufe des Gottesdienstes klar wird, um wen es eigentlich geht. Es geht darum, dass Gott mich glücklich macht, mich zufrieden macht. Dass ich hier in der Gemeinde einen sozialen Club finde, wo ich mich eingliedern kann. Dass ich Freunde finde. Das ist das oberste Ziel vieler Gemeinden. Und manche dieser Dinge sind auch gar keine schlechten Dinge, aber wir dürfen niemals vergessen, dass das nicht das oberste Ziel der Gemeinde ist. Das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht, mich glücklich zu machen. Das oberste Ziel der Gemeinde ist auch nicht, mir in meinen Alltagsproblemen zu helfen. Das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht, mir Freude zu bereiten. Obwohl all diese Dinge wunderbare Nebeneffekte sind, die passieren sollen. Das oberste Ziel der Gemeinde ist es, Jesus Christus Ehre zu bereiten. Seine Königsherrschaft zu verkündigen und versöhnten Sündern nun beizubringen, wie wir im Lichte der Königsherrschaft von Jesus Christus leben sollen. Das ist das Ziel der Gemeinde. Wohnort Gottes zu sein, wo vergebene Sünder mit Gott nun im Frieden und für seine Ehre leben. Das ist das oberste Ziel der Gemeinde. Und dieses oberste Ziel der Gemeinde spiegelt sich wieder, dass Paulus dem Timotheus sagt, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das Wort Gottes hat ein zentrales, eine Schlüsselrolle im Gottesdienst. Warum? Weil die Gemeinde nicht menschzentriert ist, sondern gottzentriert. Die Gemeinde dreht sich allein um Jesus Christus und sein Erlösungswerk, um seine Ehre. Und aus diesem Grund ist sein Wort Zentrum und Grundlage des Gottesdienstes. Ihr erinnert euch vielleicht, dass im Johannesevangelium Jesus zu der Frau am Brunnen sagt, wer nicht im Geist und in der Wahrheit anbetet, der kann kein Anbeter sein. Gott sucht wahre Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Wort Gottes hat deswegen eine zentrale Rolle im Gottesdienst, weil das Volk Gottes durch das Wort Gottes von Gott lernt und lernt, wie er angebetet werden möchte und soll. Lesen wir weiter bei Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit dein Fortschritt in allen Dingen offenbar wird. Timotheus soll seine Zweifel mit dieser einen Wahrheit stillen. Wenn er dient, wenn Gegenwinde kommen, wenn Zweifel kommen, dann soll er sich erinnern. Er ist bestätigt worden unter Handauflegung der Ältestenschaft von Gott selbst. Gottes System, eine Gnadengabe, und was diese genau ist, weiß ich nicht, gegeben hat, durch die Handauflegung der Ältesten.
Es ist Gott, der den Dienst des Timotheus bestätigt hat, durch die Ältestenschaft auf eine übernatürliche Art und Weise. Jedes Mal, wenn Zweifel kommen, wenn Anfeindungen kommen, soll sich Timotheus darauf besinnen, dass er von Gott selbst bestätigt worden ist als Prediger des Evangeliums und soll mutig weiterpredigen. Er soll sich auf Gott verlassen, nicht auf Menschen, nicht auf sich selbst. Er soll von der Gnadengabe Gebrauch machen. Das heißt, er soll sich auf Gott und seine Gnadengeschenke verlassen. Er soll sich auf Gott verlassen, der ihn aus Gnade allein durchtragen und helfen wird. Und wenn er dies tut, dann wird der Fortschritt und die Bestätigung Gottes, die mit Timotheus ist, bald jedem Menschen offenbar werden. Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Die Frage taucht hier auf, wenn wir diesen letzten Vers lesen. Werden wir nicht errettet durch Christus aus Gnade allein, im Glauben allein? Warum brauchen wir Timotheus, der uns jetzt rettet? Das steht doch hier. Er wird sich selbst retten und alle retten, die auf ihn hören. Nun, es ist wahr. Wir werden allein aus Gnade, aus Glauben, durch Jesus Christus gerettet und wir brauchen dazu keinen menschlichen Prediger. Aber Gott benutzt für seine Rettung Mittel. Gott benutzt für seine Rettung Mittel. Timotheus ist das Mittel, durch das die Errettung Gottes ihm und der Gemeinde gegeben wird. Die Predigt des Wortes Gottes ist das Mittel, durch das das Wort Gottes der Gemeinde gebracht wird. Durch das die Errettung aus Glauben allein, durch Gnade allein zur Gemeinde hingetragen wird. Liebe Freunde, hier schließt sich der Kreis. Die Predigt des Wortes Gottes ist das Mittel, durch das die Gemeinde gesund und errettet vor Gott steht. Die Predigt ist zentral. Sie ist das Herzstück des Gottesdienstes. Ja, natürlich zum einen, wie wir gerade gesagt haben, weil es die Basis für Anbeten ist, wie Jesus Christus gesagt hat im Johannes Kapitel 4, der Vater sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Wenn die Gemeinde aus der Predigt keine Wahrheit über Gott hört, dann wird die Anbetung Gottes nie tief und Gott sehr wohlgefällig sein. Zum anderen ist die Predigt das Mittel zur Errettung für die Gemeinde. Wenn der Prediger lieber nette Geschichten erzählt aus seinem Alltag, wenn der Prediger menschliche Weisheiten verkündet, wenn er Lebenstipps und aufbauende Motivationsreden gibt, dann wird die Gemeinde vielleicht wissen, wie man mit ein paar guten Tipps seine Stimmung erheitern kann. Aber dann wird sie das Evangelium, das sie eigentlich rettet, nicht kennen. Deswegen ist die Predigt so zentral. Sie ist das Mittel der gesunden Gemeinde. Und sie ist das Mittel, durch das der Gemeinde die Errettung aus Glauben durch das Evangelium zuteil wird. Was ist unsere Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen? Lassen wir niemals zu, dass wir selbst und unsere Kinder unter seichter Predigt sitzen. Wo es um nette Geschichten, oberflächliche Lebensweisheiten oder charismatische Persönlichkeiten geht. Wir brauchen pure Auslegung, Erklärung und weise Anwendung der Heiligen Schrift. Denn nur wenn wir dies haben, werden wir tüchtig gemacht werden. Durch Gottes Wort befähigt, von Gottes Weisheit belehrt, ein Leben zu leben, das Christus verherrlicht und das durch die Kraft des Heiligen Geistes wirklich etwas bewirkt. Liebe Freunde, wir sind nicht dazu da, um durch unsere Lebensweisheiten oder darin, dass wir vielleicht irgendwann mal einen sozialen Club bilden, die Gesellschaft verändern. Nein, unsere Leben werden verändert durch das Evangelium der Gnade. Und deswegen können wir ein Unterschied sein für Jesus Christus, können wir das Reich Gottes auf dieser Erde bauen, weil wir bewaffnet mit dem Wort Gottes, was uns auch durch die Predigt zuteil wird, in dieser dunklen Welt, das Licht für Jesus Christus und sein Evangelium sind. Die Gemeinde besteht aus lauter Menschen, die belehrt sind im Wort Gottes und im Evangelium, die das Evangelium kennen und dieser gefallenen und sterbenden Welt etwas zu sagen haben. Du bist ein Sünder. Die Feindschaft Gottes ist gegen dich.
Du brauchst Vergebung durch Jesus Christus am Kreuz. Komm, sie ist jedem, der will, frei zugänglich. Die Welt ist Torheit. Die Dummheiten der Politiker und der Weltgeschehnisse sind uns jeden Tag vor Augen. Und unsere Botschaft ist, komm zu Jesus Christus und lerne von ihm Weisheit, denn er ist die Weisheit. Ohne ihn gibt es keine Wahrheit. Und jeder, der ihn ablehnt, ist der Torheit zum Opfer preisgegeben. Das ist unsere Botschaft. Wenn wir diese Botschaft kennen, wenn wir das Wort Gottes und was das Wort Gottes über diese Welt, über den Menschen, über den Zustand dieser Welt sagt, nur dann werden wir in dieser Welt Salz und Licht der Erde sein können. Und all diese Wahrheiten werden uns zuteil durch die Predigt des Wortes Gottes. Und deswegen müssen wir immer sicherstellen, dass wir Prediger haben und Predigern zuhören, die das Wort Gottes recht teilen und nicht mit Nichtigkeiten das Haus Gottes füllen. Das war das Wort Gottes. Amen. Amen.